Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut über Games for You. So. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist ein bisschen scheiße, dass der immer noch krank ist. Aber dafür erleben wir im zweiten Spiel diese Folge, dass wir noch einen echten, ja, Torhüter haben. Wir versuchen, die mal zu überrennen. Doch wichtige Gegenspieler soll ich vielleicht auch noch markieren. Den da. Mit drei Stürmern ist es natürlich super praktisch, jetzt mit einem angeschlagenen Torhüter zu spielen, beziehungsweise einem schlechten. So. 32% sagen, wir gewinnen, 39% sagen, es wird unentschieden und immerhin noch 29% sind für die Nukleus-Typen. Direktes Duell, Platz 9 gegen Platz 8. Schön. Schon eine Ecke. Wunder weiterführt aus. Ulrich zu Robinson. Robinson hält mal drauf. De Witt hat den Ball dann aber. Nach kleiner Unsicherheit. Gut. Gallo, Palmer, Robinson. Leroy. Palmer. Gomez. Walter. Oh mein Gott. Oh, Schande hier. Aber wir machen Druck und das ist gut. Druck entlastet die Hintermannschaft. Oh, jetzt kommt der Konter. Gut, da musste Grasimov sich nicht mal anstrengen. Wir versuchen, die Gegner auszutricksen, indem sie denken, wir sind die krasseste Offensivmannschaft überhaupt. Kaschieren wir, dass wir gar keinen Torhüter haben. So, Gallo mal abgezogen, aber auch nicht getroffen. Abziehen ist ja schön, aber wir müssen auch mal treffen hier. Schießen, wollte ich sagen. Macht ja gar keinen Sinn. So, Gomez kommt nicht ran. Was soll das? Fiore. Venstra. Ich sag's ja, der Junge gefällt mir. Oh, da ist es passiert. Da ist es passiert. Das sind wichtige Punkte, die wir liegen lassen. Aber ich meine, was soll's? Es sind nur zwei Spiele. Insgesamt dann vier. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie den Rest dann gewinnen oder so. Keine Ahnung. Rosa, Gomez, wieder auf Rosa. Der kreuzt sich den Ball. Super. Gomez, Junge, du bist in der zweiten Reihe und bist eigentlich der Stürmer, was soll das? 21 Minuten gespielt. Robinson, auf Walter, Walter versucht zu Gomez durchzugeben, aber er wird abgedrängt. Lorenz, Konter läuft. Jetzt wird's wieder gefährlich, der beste Stürmer ist der Ball. Aber da hat er schön was entgegengesetzt. Lysenko, gefährlich, der hätte auch reingehen können. Ich erwarte mir von Gerasimov gar nichts, außer als dass er das Tor ein bisschen kleiner macht, indem er einfach an der Stelle steht. So, Venstra, Robinson, Palmer, Rosa. Oh, Walter, Ausgleich. Was für eine Flanke, ey. Hammer, super gut. Wie ein Magnet auf Walter geflogen. Die Hahn. Fiore. Oh, keiner kommt ran. Sehr gut, das müsste Abstoß geben. 32 Minuten sind gespielt. Palmer. Robinson. Rosa. Vincent. Gerasimov, okay. Lysenko. Das läuft schon, Leute, das läuft schon. Okay, so. Leroy. Jungens, gut. Venstra. Vincent, Leroy. Vincent, kommt richtig ran. Super, Venstra wieder. Palmer, auf Walter, Walter, ach, Abseits, scheiße.
Die spielen schon gut. Luca, wenn wir da jetzt einen Unentschieden rausholen, oder ich wage es kaum zu hoffen, vielleicht sogar einen Sieg, das wäre schon super. Vor allen Dingen, da ja nächstes Spiel, beziehungsweise nächste Woche, unser Torhüter wieder da ist. Rosa, Vincent, Leroy, schön die Seite gewechselt, aber Millet, oh, Rosa ist doch angekommen, Gomez allein vom Tor, zieht ab. Lorenz hat den Ball. Scheiße. Lysenko. Konter ist initiiert. Ah, De Luca. Aufpassen, Jungs. Aufpassen. Gut gemacht. Schön eingesetzt. Robinson. Da war Ulrich gut mit dem Kopf dabei. Dallo. Auf Außen. Leroy hat ihn. Schießt zu Gomez. Gomez kommt nicht ran. Scheiße. Das macht mich fertig, dieses Spiel. Freistoß, Wenzra, gut, Gallo, Wenzra schon wieder ein tolles Zuspiel, Leroy, Rosa, auf weiter, weiter schießt und knapp vorbei diesmal. Mensch, 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 was ein Match. Weiter, kommt nicht richtig ran, scheiße, komm. Rosa einen Schritt zu spät. Können wir da vielleicht irgendwie was wechseln oder so? Nee, aber wir wechseln den Leroy mal aus, wir geben Flores rein. Huber für Gallo. Und für Gomez kommt Smith. Oh, Schande. Es hätte beinahe gut werden können. 65. Minute. Huber, da freut sie sich. Palmer zurück zu Wenzel. Der spielt schlecht, aber macht nichts. Dafür hat er. Oh nein! Ein Schuss aufs Tor und gerade ihm auf letzten. Nein. Was soll ich dazu sagen? Peinlich. Aber was soll's? Wie gesagt, ich erwarte mir nichts von ihm. Rosa. Oh, uiuiui, Jungs. Robinson, gut gemacht. Huber, komm, du bist frisch, du schaffst es. Weiter hilft hinten aus. Wird aber eh Abstoß. Noch eine Viertelstunde. Vielleicht schaffen wir es wenigstens noch einen Ausgleich hinzubekommen. Ich habe ja eher mit einem Führungstreffer gehofft. Aber was soll's? Robinson. Palmer auf Ulrich. Ulrich zurück auf Palmer. Palmer auf Ulrich. Der hält drauf und knapp vorbei. Knapp, dieser Heber hätte reingehen müssen, sage ich euch. Müssen. Weiter, direkt auf Smith. Smith wird aber vom Ball getrennt. Venstra, schön auf Robinson. Ulrich. Palmer alleine vorm Tor. Macht er es? Nein, Smith. Nachschuss, Ausgleich. Ich glaub's nicht. Was ein Hammer! Super! Und gleichzeitig das erste Tor, soweit ich das sehe, beziehungsweise es ist, glaube ich, sogar das zweite Tor, das Smith gemacht hat in seiner Karriere bei uns. Wichtiges Tor, tolles Spiel. Palmer auf Van Zandt zu Flores. Flores spielt direkt wieder zum Torhüter. De Witt hat ihn aber, lässt ihn nicht abprallen, sonst hätte Smith verwandeln können. Egal! Potter, Prof. Jakobs, aufpassen, geh da hin, Junge! Bam, drüber geschossen, Glück gehabt. Glück im Unglück nennt man das. Abstoß. Es kommt wieder so ein Luschi-Kick. Aber der Junge kann ja nichts. Der hat wenigstens den Arsch in der Hose und hat nach meiner Anweisung den Posten übernommen. So. Fenster. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hätte auch schlimmer ausgegeben. Smith, Mann, was ist denn? Nein! Nein! Das kann es doch nicht geben. Habt ihr den Scheiß gesehen? Was war denn das? Was war das? Oh, verdammte Sch Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los?
Das ist doch lächerlich. Das Spiel aus der Hölle. Mir fehlen die Worte gerade, ohne Scheiß, ey. Mir fehlen die Worte. Das ist doch Schwachsinn. Huber, du bist so ein Depp, sag ich dir. Du bist so ein Depp. Yep, machen wir so, ist eine gute Kombo. So, Gallo wird auch trainiert. Sehr gut. Venstra trainieren wir auch mal, weil er mir gut gefallen hat. Die beiden trainieren wir mal nicht. Dann bekommt Smith noch ein Training ab. Weil er ein Tor geschossen hat. Oh, 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 sag ich euch. Was ein Hammer. Ja, geht's ab zum nächsten Spiel. Die Morgenröte. Taktik können wir so lassen, bis auf die Gegner müssen wir natürlich noch einstellen. Okay, so. So, 45% sagen, die Morgenröte wird gewinnen, 23% schätzen, es wird ein Unentschieden und immerhin noch 32% uns für den Favoriten haltend. So. Die haben ja eigentlich ganz gut dagestanden letzte Saison. Gomez, Palmer, Van Zandt, Leroy. Jungens, macht doch mal Gescheit. Ich werde es jetzt mal so machen, ich werde im Mittelfeld Palmer und Leroy immer zur Halbzeit direkt auswechseln. Und deswegen lasse ich Flores so ab der 30. Minute sich warm laufen. Weil der Punkt ist der, ich gehe davon aus, wenn wir nur eine Halbzeit spielen lassen, dass sie dann fitter sind am Ende, weil ich muss sie unbedingt wieder ein bisschen fitter haben, damit ich sie auch trainieren lassen kann. Oh, knappe Kiste, hallo? Erstes Lebenszeichen von den Gegnern, das gefällt mir natürlich nicht. Walter, Van Zandt, was macht er? Schönes Zuspiel auf Robinson. Robinson schießt einfach mal. Palmer, hoher Ball Richtung Strafraum. Perdridis hat den Ball. Okinas, Gomez, warum hast du den Ball nicht genommen, Mann? Die stehen ziemlich tief. Die spielen auch eher auf Ballbesitz. Die spielen keinen schnellen Fußball. Jetzt versuchen sie es ein bisschen schneller zu machen. Ulrich ist aber da. Alter Hase im Strafraum. Ehemaliger Torhüter. Oh nein, er hat ihn abgelenkt, aber konnte ihn nicht wirklich vom Tor abhalten. Verdammt. Gute Reflexe aber. Gomez, Rosa, hält drauf. Oh, knapp vorbei. Der hätte auch in den Winkel gehen können. 21 Minuten gespielt. Van Zandt. Dreimal getänzelt und einmal zu viel. Was soll ich sagen? So ist es halt. Robinson hat den Ball. Gut gemacht. Schön angenommen. Auf Palmer. Palmer zurück auf den Flügel. Kommt Rosa ran. Nein, natürlich nicht. Palmer hat ihn aber wieder. Weiter. Zurück auf Rosa. Rosa auf Gomez. Gomez hält drauf. Toller Schuss. Lauf, lauf, lauf. Leroy. Yeah, nee, Scalo sogar gewesen. Gomez auf den Flügel. Der wird aber hart gedeckt, der Rosa. Jetzt stand er frei. Wieder Zuspiel. Gomez auf. Niemanden. Pfeiffer, faul. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir wie versprochen unseren Jungen hier warm laufen lassen. Flores, lauf dich warm. Walter. Foul von Ulrich.
36. Minute. Wenn das so weitergeht, dann schaffen wir noch nicht mal den Klassenerhalt. Jungs, hier, hallo. Da liegt der Meier mit dem Gesicht im Dreck. Oh Gott. Rosa, Gomez, nichts mit Nachschuss. Hallo, was ist hier los? Ich denke, wir müssen offensiver spielen. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir müssen nicht ausgeglichen spielen. Wir können da auch gucken, dass wir richtig einen draufholzen. Gomez, Gallo, Walter. Die 46. Minute ist die Halbzeit. Und ich drehe hier am Rad, sage ich euch. Ich drehe am Rad. Rosa wird jetzt ausgewechselt von mir. Für Flores, scheiß doch drauf, sage ich nur. Und ja, das passt. Taktik wird umgeändert. Angriff gegen Verteidigung. Immer Truff. Wenn die zwei Tore schießen können, in der Halbzeit schaffen wir das locker. Rest wird warm laufen gelassen. So. Meine Fresse, ey. Sie kämpfen gut. Gerassi. Junge, gut, Palmer. Hat er schön gemacht. Leroy. Wo direkt gekommen ist, in den Bauch geschossen. Ludwig. Gallo. Nein. Pfeiffer. Was ist hier los? Pfeiffer. Querpass. Nein. Scheiße. Das 3:0. Da konnte aber auch Meier nichts mehr machen. Sind tatsächlich abgeschossen hier. Das gibt's doch alles überhaupt nicht. Hätten wir doch Gerasimov ins Tor stellen sollen. Gallo, Leroy, er hält drauf und schießt irgendwo hin. Irgendwo hin. Total sinnlos, das Ganze. Ich flipp hier noch aus. Palmer, oh Mann, ey, wieso geht denn der jetzt nach links weg? Der hätte genauso gut ins Tor gehen können. Was für ein Pfund. Ulrich, gut gemacht. Abseits. Ulrich. Palmer. Leroy. Gallo. Walter. Ach Gott, nein, drüber. Scheiße, ey. Ich schalte das nicht aus. Was ist das für ein Spiel? Das macht meine Nerven kaputt. Was, den scheiß Gomez, den wechsle ich jetzt aus. Winter kommt für Leroy. Ich flipp hier noch aus, ey. Ohne Worte. Freuen Sie sich über den Winter. Jungens! Gut, Venstra. Also der gefällt mir richtig. Ohne Scheiß. Venstra ist mein kleiner Held geworden. Kann eigentlich nichts, spielt trotzdem gut. So muss das sein. Und günstig ist er noch dazu. Gallo, toll angenommen, aber schlecht verteidigt. Oh Mann, ey, mich macht dieses Spiel fertig. Fertig. Mir fehlen auch die Worte irgendwie ein bisschen. Weil ich mit dem Scheiß hier nicht gerechnet habe. Smith fällt mal drauf. War eigentlich ganz gut gedacht. Palmer. Ah, er wird vorbei. Nein, er ist noch dran. Smith. Hallo? Was? Nein! Verdammt. Keine Ahnung, warum kann ich mal in einer hinrennen und bam, bam, bam. Drei Tore innerhalb von 2 Minuten. Oder so, ich habe doch keine Ahnung. Was geht hier vor? Sich noch 10 Minuten und wir werden hier einfach eiskalt abgefrühstückt. Als wären wir ein Dorftrottelverein. Oh, Schietendreck. Winter. Da ist ja klar, dass Wels den einfach hat. Macht immer nichts, war gut gedacht. Schöner Einsatz von ihm an dieser Stelle.
Gallo, Winter, hallo, ja, und Smith, nein, Tyler, der, keine Ahnung, der haut so eine Sünder raus hier, ne, sie hätte schon beinahe zweimal das Tor auf dem Fuß gehabt und jedes Mal höre ich nur das Alu klappern, keine Ahnung, ey, was soll ich dazu sagen, Smith auf Walter, Walter nochmal auf Smith, Smith hält nochmal drauf und meine, oh Gott, da wäre Palmer beinahe wieder zum Schuss gekommen, Grassi, faul, am Mittelfeldpunkt. So, was ist denn noch los? Hallo, hallo, Smith, mach das Ding doch und Abpfiff, hallo. Oh Gott, ey, das ist so eine Desaster-Saison. Keine Ahnung. Nur Verletzte und hast du nicht gesehen? Scheiß auf die Fans. Ganz im Ernst. Geh mir langsam auf den Sack. Den müssen wir trainieren, den Hansel. Da machen wir so. Der Junge braucht mehr Ausdauer. Er wird auch trainiert. So. Und so. Na, wenigstens ein bisschen was. Palmer trainieren wir auch. Dribbeln und köpfen. Köpfen fasste A, das ist schon mal gut. Leroy wird auch trainiert. Yeah, jetzt ist er bei Willensstärke auch A. Sehr gut. Flores bekommt noch ein Training spendiert. Machen wir mal eine Woche Pause und gucken, wie es danach aussieht. Flores, den können wir einsetzen. Und zwar für einen Palmer mal. Ne, passt alles soweit. So, dann speichern wir an der Stelle. Ich hoffe, morgen geht es besser weiter, denn da ist die 100. Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.